Was muss sich denn deiner Meinung nach ändern, dass es noch mehr Vollprofis bei den Frauen in der Bundesliga gibt? Mei, das ist schwierig. Also klar, die Bundeswehr, wir sind der Bundeswehr super, super krass dankbar, aber es wäre natürlich irgendwann mal in, ja, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren sowas realistisch sein könnte, aber dass du halt auch sagst, wie bei den Männern, okay, du bist gar nicht mehr auf die Bundeswehr angewiesen, sondern du kannst es über die Vereine finanzieren, dass du sagst, okay, das ist wirklich zu 100% bist du Profi, weil es über die Vereine laufen kann. Aber davon sind wir momentan noch so weit entfernt und ich meine, klar, es geht nur über Sponsoren und Sponsoren kriegst du über sportlichen Erfolg und sportlichen Erfolg hilft dir wiederum für Reichweite und darüber kriegst du wieder Sponsoren. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwelche schlaue Marketing-Leute, die das jetzt noch besser erklären können, wie sowas funktioniert. Aber ja, ein Traum wäre es natürlich irgendwann, dass man sagt, man ist gar nicht oder die Liga ist eine Profiliga. Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Die Dame, die ihr gerade gehört habt, heißt Julia Zorn und ist eine der erfolgreichsten deutschen Eishockeyspielerinnen aller Zeiten. Sie hat eine grandiose Karriere in der Frauennationalmannschaft hinter sich und auch in der Frauenbundesliga. Mittlerweile hat sie ihre Karriere beendet. Das folgende Interview, was ihr gleich sehen und hören werdet, habe ich als Grundlage für mein Porträt in meinem neuen Buch Vegane Athleten am 22. Januar 2022 geführt. In dem Interview spricht Julia Zorn über ihr Leben als Sportsoldatin, ihre nebenberuflichen Tätigkeiten in einem sportwissenschaftlichen Zentrum, ihre Social-Media-Aktivitäten für eine Eishockeyfirma sowie ihre neue Herausforderung als Kommentatorin und Sportexpertin und Eishockey-Expertin im Fernsehen. Darüber hinaus gibt sie Einblicke in ihr Kraft- und Athletiktraining, was je nach Saisonphase zyklisiert ist. Sie spricht auch über ihr Alltagsleben als Eishockey-Profi mit Physiotherapie, Reha-Maßnahmen, Interviews, die sie führen muss, zwei Trainingseinheiten am Tag auf dem Eis mit der Mannschaft, diverse Online-Meetings, ihre verspielten Katzen- und Gassi-Runden mit dem Hund. Außerdem gibt Julia Zorn einen Einblick in das Leben in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, bei der sie eine von 16 Plätzen innehatte. Sie spricht über ihre Feldwebellaufbahn und diverse Laufbahnlehrgänge, die sie in der Zeit bei der Bundeswehr absolvieren musste. Interessant ist auch Julias Einschätzung über die Situation des deutschen Eishockeys oder des deutschen Frauen-Eishockeys im Vergleich zu den Männern, die Frauen-Bundesliga, die Frauen-Nationalmannschaft. Sie beantwortet die Frage, was muss sich ändern, dass es mehr Vollprofis in der Frauen-Bundesliga gibt? Sie berichtet darüber, wie es ist, bei den Männern zu spielen und wie sie mit Gehirnerschütterungen in ihrer Karriere umgegangen ist. Abschließend verrät sie noch ihre Wünsche bezüglich ihrer beruflichen und privaten Zukunft. Nun aber viel Spaß mit dem Interview mit der sympathischen, lebenden Eishockey-Legende Julia Zorn. Als ich jetzt recherchiert habe jetzt für das Interview, ist mir aufgefallen, dass also sehr viel über deine Karriere geschrieben wurde, aber es ist nirgendwo steht irgendwas, dass du dich halt vegan ernährst. Und ich habe das halt ganz jung und verspielt noch, ne? Ja. Ja. Ja, ich habe ja nichts gefunden darüber, dass du dich halt vegan ernährst. Und das habe ich eigentlich nur über Anna jetzt quasi erfahren, dass du sie auch inspiriert hast. Bevor ich auf die Ernährungsweise zu sprechen komme, möchte ich nochmal ein paar allgemeine Fragen an dich stellen. Zunächst vielleicht, was machst du, wenn du nicht auf dem Eis stehst? Hast du da irgendwelche, erstmal was Berufliches und auch Interessen abseits vom Eishockey vielleicht? Ja, also ich habe Sportwissenschaften studiert und habe einen Master gemacht da drin. Ja. Und habe, also ich bin ja auch wie die Anna in der Sportfördergruppe von der Bundeswehr. Das heißt quasi, unser Hauptjob ist es eben, Profisportler zu sein oder Sportlerin zu sein.
man hat die Chance, bei der Bundeswehr 8 Stunden die Woche was Nebentätigkeitsmäßiges zu machen. Und da habe ich jetzt, ich glaube, knapp 3 Jahre in so einem sportwissenschaftlichen Zentrum gearbeitet, um da einfach ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln. Im Endeffekt habe ich so ein Kleingewerbe angemeldet und mache so verschiedene Sachen, so ein bisschen Freelancer-mäßig noch nebenbei. Also ich betreue Social-Media-Sachen. Ich werde jetzt nächsten Monat im Fernsehen kommentieren, halt so ein bisschen, ja, sag ich mal so, ein bisschen was von allem, um quasi auch so in die Findungsphase selbst ein bisschen zu kommen. Okay. Nochmal zurück, also was hast du da in dem sportwissenschaftlichen Zentrum gemacht, genau? Also da sind quasi Leute aus verschiedenen Gründen da, also manche machen eine Anschlussreha, manche wollen sich auf irgendwas vorbereiten, wie keine Ahnung, zum Beispiel den Jakobsweg zu gehen, oder wir haben auch welche, die ganz jahrelang schon ganz krasse Probleme hatten und da quasi halt nochmal nachjustieren wollten. Wir hatten aber auch junge Kinder, die Richtung Leistungssport gehen wollen, im Bereich Skifahren, ambitionierte Breiten-Hobbysportler, und man betreut die, also die haben halt Trainingspläne und betreut die dann dahingehend, also man erstellt die Trainingspläne und genau. Ja, also sowas wie ein Fitnessstudio, also so ein Fitnessbereich oder? Ja, nur halt ein bisschen wissenschaftlicher fundiert, sage ich mal. Ja, und wo ist das genau? In Bad. Wo? Bad Tölz. Bad Tölz, okay. Und wie heißt das? Balance-Schmiede. Balance-Schmiede, okay. Und das hast du wahrscheinlich dann auch genutzt, um dann selber dich fit zu halten, oder? Wenn du jetzt nicht Eishockey gespielt hast. Ja, was heißt nicht Eishockey gespielt? Also ich meine, zu so einem Beruf als Leistungssportler gehört ja mehr dazu, als nur Eishockey zu spielen. Also da gehört ja Krafttraining dazu, da gehört ja Athletiktraining dazu, da gehört ja aber auch Physiotherapie dazu und quasi mein Krafttraining und Athletiktraining, das habe ich alles in der Balance-Schmiede gemacht, genau. Und hast du dir den Trainingsplan selber geschrieben? Weil ich meine, du hast ja Ahnung in dem Bereich. Nee, von wem hast du den bekommen? Unterschiedlich. Also halt entweder wir kriegen einen vom Verband oder von dem Chef von der Balance-Schmiede oder von Kollegen in der Balance-Schmiede. Also das war eigentlich relativ breit gefächert. Genau. Warte, ich mach mal kurz die Katze raus, Moment. So, sorry. Aber der ist immer gerade ein bisschen wild am Vormittag. Ja. Ja. Genau, einen Trainingsplan hast du sozusagen, den nicht selber geschrieben. Kannst du denn mal so kurz sagen, was du da halt genau machst? Also ist das halt, wie sieht denn so ein Krafttraining bei dir aus, so ein typisches? Also es kommt halt natürlich immer sehr auf die Phase der Saison an. Also in der Saison, in der Sommervorbereitung, also die geht typischerweise von Mai bis Juli gehen wir wieder aufs Eis und dann ist Juli, August ist immer so ein Mischmasch, wo man schon eigentlich ziemlich viel auf dem Eis ist, aber noch nicht in der Wettkampfsaison. Das sind immer so Mischmonate. Und es geht einfach los im Sommer, also Mai, dann quasi erstmal eher so Richtung Kraftausdauer, also wenig Gewicht, viele Wiederholungen hin zur Hypertrophie, also Muskelaufbau, wo man dann bei mehr Last oder steigernder Last und weniger Wiederholungen ist, zu Schnellkraft und Maximalkraft, und Schnellkraft und Maximalkraft ist vor allem das, was wir auch während der Saison machen. Also einfach nur während der Saison ist das Krafttraining dann eher erhaltend und regenerierend, also Verletzungen vorbeugen und an Schwachstellen nochmal arbeiten. Also da in der Saison während dem Wettkampf, da trainiert man jetzt nichts auf oder so. Mhm. Und machst du da auch wirklich so ein richtiges Athletiktraining, wie man das jetzt zum Beispiel von den Ballsportarten kennt? Die machen ja auch Elemente des olympischen Gewichthebens. Also ja. Reißen und Stoßen, Kreuzheben und so eine Sachen mit Langhantelstangen. Ja. Ja, cool. Und dann hattest du jetzt noch angesprochen, was du noch machst, Social-Media-Tätigkeit. Wie sieht das konkret aus, die Aufgabe? Ja, also ich habe bei einer Eishockey-Firma betreue ich quasi 2 Social-Media-Accounts. Und Eishockey-Firma heißt, die verkaufen Klamotten oder Marken. Marken sind das quasi. Ja, okay. Und dann jetzt kommentierst du auch Eishockey. Ist das Herren-Eishockey oder Frauen? Nee, es wird überwiegend Frauen sein. Also das olympische Turnier der Frauen
Das war jetzt, ist jetzt die Woche auch erst entstanden. Also ja, ich musste schon kurz überlegen, ob ich das machen will und mental machen will, weil das natürlich das Turnier ist, in dem wir uns gerne selber gesehen hätten. Aber ich meine, es ist wahrscheinlich eine einmalige Chance und wer weiß, ob es mir nicht vielleicht wieder eine andere Tür öffnet. Und zum Networken ist es auf jeden Fall cool. Und ich meine, ich habe wenig Erfahrung in dem Bereich, aber vielleicht merke ich, dass ich es ultra cool finde, also von dem her. Ja. Ah, auf jeden Fall eine gute Chance. Wie sieht denn jetzt so ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus? Wenn du jetzt mal den Alltag nimmst, kannst du mal kurz schildern, einen Tag. Ich glaube, als Sportler hat man keinen klassischen Alltag. Also das ist echt so unterschiedlich, weil das kommt echt immer, man hat halt viele Termine. Also jetzt, was ich schon mal angesprochen habe mit Physiotherapie oder wenn man zu irgendwelchen Reha-Sachen muss, was man tatsächlich auch irgendwie oft muss oder... Ich meine, so Interviews wie jetzt, das gehört ja auch irgendwie dazu, aber das sind natürlich keine Sachen, die man jeden Tag hat. Und deswegen ist es total schwierig, so einen klassischen Tag zu beschreiben. Aber also ich habe auch noch einen Hund und also ich stehe ja meistens zwischen 7 und 7:30 auf, also je nachdem, wie der Vortag auch war. Ich stehe aber auch manchmal, wenn ich halt super früh um 8 schon Physio habe, dann muss ich halt auch um 6 oder 5:30 ausstehen. Oder dienstags haben wir zum Beispiel um 6.15 Uhr schon das erste Eistraining, also da stehe ich halt um 4 auf. Deswegen ist es so ganz unterschiedlich, aber würde ich mal sagen, dass ich um 7 aufstehe, dann gehe ich eine Runde mit dem Hund und gehe dann zum ersten Training, was halt ein Krafttraining oder ein Athletiktraining in der Regel ist. Bin dann mittags wieder zu Hause, kümmere mich da dann so ein bisschen quasi wieder um Ernährung und regenerative Maßnahmen, weil natürlich am Nachmittag dann das zweite Training oder am Abend das zweite Eistraining mit der Mannschaft ansteht. Zwischendrin will der Hund natürlich nochmal raus und dann eben so Nebentätigkeitssachen oder halt auch neue Sachen organisieren. Also brauche ich irgendwie, keine Ahnung, brauche ich einen neuen Trainingsplan? Wo kriege ich den her? Brauche ich neues Equipment? Wie sieht die nächste Trainingswoche aus? Oder so Physio-Sachen sind dann am Nachmittag. Jetzt in der heutigen Zeit natürlich viele Online-Meetings. Es geht ja auch darum, sich so ein bisschen selbst aufzustellen. Brauche ich Sponsoren? Sowas ist dann immer am Nachmittag. Aber also wir trainieren 2-mal am Tag. Wir trainieren aber auch manchmal 3-mal am Tag und manchmal nur 1-mal. Also wie gesagt, es ist so ganz schwierig, halt einen Alltag zu beschreiben. Ja. Aber du hattest ja mal eine Zeit lang 8 Stunden, bist du da in dieses sportwissenschaftliche Studio gegangen. Das machst du jetzt nicht mehr sozusagen. Ach so, ja, es waren 8 Stunden in der Woche. Ach, 8 Stunden also, in der Woche. Ja, man darf nur 8 Stunden. Ich dachte am Tag, ja. Nee. Aber dass Eishockeyspielerinnen 2-mal am Tag oder wie du sagst, sogar 3-mal am Tag trainieren, ist ja eher nicht für alle geeignet, die ja berufstätig sind, oder? Ich meine, du wirst jetzt gefördert von der Bundeswehr. In der Regel trainieren die auch wahrscheinlich dann erst abends nach der Arbeit. Oder wie sieht das aus? Also wir haben momentan 16 Plätze bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Das heißt, auf die Liga gesehen oder auf die Nationalmannschaft gesehen, gibt es 16 Mädels, die die Chance haben, momentan das professionell zu machen. Wir haben noch 3 oder 4 Spielerinnen am College in Amerika. Also so, die studieren nebenbei, aber auch unter professionellen sportlichen Bedingungen. Und der Rest hier in Deutschland, der keinen Sportfördergruppenplatz hat, geht entweder noch zur Schule oder studiert. Und wirklich berufstätig haben wir jetzt momentan im Kader tatsächlich nur eine, weil es einfach nicht... Ja, du kannst den zeitlichen Aufwand eigentlich nicht stemmen. Wir haben, ja, lass mich lügen, um die 100 Lehrgangstage im Jahr. Wie willst du das machen, wenn du berufstätig bist? Und in der Liga, die Liga ist natürlich nicht professionell. Das heißt, da gibt es genügend, die berufstätig sind. Und ich glaube, man kann von denen nur ihren Hut ziehen, weil die ja auch 3 Wochenenden im Monat quasi nur dafür geben, und auch sauweite Fahrtwege haben. Und ja, also wenn wir dann am Wochenende in Berlin spielen, da kommst du am Sonntag halt dann mal spät heim und manche müssen aber um Montag um 6 wieder arbeiten. Mhm. Ja, und du hast jetzt den Kader angesprochen, Olympia-Quali leider verpasst. Wirst du aber trotzdem noch weiter für die Nationalmannschaft spielen? Anna hat ja gesagt, dass sie das nicht mehr möchte. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen. Also ich meine, ich bin auch in einem Alter oder bin auch lang genug dabei, dass es klar war, dass nach der Saison eine Entscheidung in irgendeine Richtung gehen kann, unabhängig davon, ob wir jetzt Olympia schaffen oder nicht. Aber ich habe jetzt für mich entschlossen, dass ich jetzt aus der Emotion raus nicht entscheiden möchte, deswegen das erst nach der Saison endgültig entscheiden werde. Mm-hmm. Und du hast die Sportförderung von der Bundeswehr angesprochen. Wie sieht denn die Förderung ganz konkret aus? Also
Du bist bei der Bundeswehr quasi angestellt sozusagen und hast dann aber alle möglichen Freiheiten, das zu machen, was du machen möchtest. Und ja, das machen, was man machen möchte, jetzt auch nicht. Also man muss quasi, also bei uns im Eishockey ist es jetzt ganz konkret so, wie viele Plätze wir haben, hängt davon ab, es gibt quasi Zielvereinbarungen zwischen dem Verband, dem Olympischen Sportbund und dem BMI. Und wenn die erfüllt werden, danach richtet sich quasi, wie viele Plätze wir kriegen. Also tendenziell werden wir jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr 16 Stück zur Verfügung haben, einfach weil wir die Zielvereinbarung mit Olympia nicht geschafft haben. So, das richtet sich mal danach, wie viele Plätze gibt es dann. Der Bundestrainer kann quasi Jahr für Jahr entscheiden, wem, welche 16 Spieler er auf diese Stellen setzen möchte. Das heißt, du hast immer als Sportler nur ein Jahr Sicherheit. Also das heißt, du musst dich jedes Jahr neu beweisen. Und jedes Jahr kann halt der Trainer sagen, okay, mit deiner Leistung war ich nicht zufrieden. Sieht dann so aus, dass wir quasi bei der Bundeswehr angestellt sind, bei der Bundeswehr versichert sind und natürlich unser Gehalt da auch beziehen. Man muss Laufbahnlehrgänge machen, die aber für die Spitzensportler extrem angepasst worden sind. Also die sind sehr, sehr kurz mittlerweile, aber wir durchlaufen die Feldwebellaufbahn. Und das heißt, nach der Saison, bei uns jetzt im Sommer immer, muss man einen Laufbahnlehrgang machen. Das sind insgesamt 5 Stück. Wenn man jetzt das Glück hat, wie ich, also ich bin jetzt 9 Jahre bei der Bundeswehr dabei, ich bin natürlich mit den 5 Stück schon fertig, dann muss man so gesehen keinen Laufbahnlehrgang mehr machen. Da kommt man ja so, also bei mir waren es noch zwischen 3 und 7 Wochen die Lehrgänge von der Dauer her. Da ist man dann mit Sportlern, also aus den ganzen Sportfördergruppen, nicht nur Eishockey, sondern weißt du, mit den Rodlern, mit den Skifahrern, mit den Biathleten zusammen, machst quasi die militärische Ausbildung und gehst dann wieder zurück nach Hause. Und an sich sind wir sozusagen freigestellt für den Sport. Also meine Aufgabe, also mein Dienst, den ich sozusagen tue, ist, Eishockeyspielerin zu sein. Das heißt, mein unmittelbar Vorgesetzter ist so gesehen der Bundestrainer, der dann sagt, okay, alle 2 Wochen treffen wir uns in Füssen für ein kurzes Trainingslager, da kommen alle Soldaten hin. Also ich muss auch, wenn ich Urlaub haben will, muss ich beim Bundestrainer mir den Urlaub genehmigen lassen. Die oberste Entscheidungsmacht hat natürlich immer die Bundeswehr, weil ich bei denen angestellt bin. Aber grundsätzlich ist da so ein Abkommen, also dass sozusagen der Bundestrainer erstmal so der unmittelbar Vorgesetzte ist. Mhm. Dann darfst du verraten, wie viel Geld du jeden Monat bekommst? Ich darf es verraten, aber also über Geld redet man ja nicht, aber ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass man im Internet ziemlich leicht nachgucken kann, was man als Soldat so verdient. Also da gibt es öffentliche Tabellen. Als Feldwebel sozusagen, in so ein Feldwebelgehalt kann man dann gucken, oder? Ja, du kannst für jeden Dienstgrad schauen, also siehst auch alle Einstiegsgehälter, also das ist kein Geheimnis. Okay, dann kannst du es ja auch verraten. Ja, über Geld spricht man ja nicht. Was muss sich denn deiner Meinung nach ändern, dass es noch mehr Vollprofis bei den Frauen in der Bundesliga gibt? Mei, das ist schwierig. Also klar, die Bundeswehr, wir sind der Bundeswehr super, super krass dankbar, aber es wäre natürlich irgendwann mal in, ja, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren sowas realistisch sein könnte, aber dass du halt auch sagst, wie bei den Männern, okay, du bist gar nicht mehr auf die Bundeswehr angewiesen, sondern du kannst über die Vereine finanzieren, dass du sagst, okay, das ist wirklich zu 100% bist du Profi, weil es über die Vereine laufen kann. Aber davon sind wir momentan noch so weit entfernt. Und ich meine, klar, es geht nur über Sponsoren und Sponsoren kriegst du über sportlichen Erfolg und sportlichen Erfolg hilft dir wiederum für Reichweite und darüber kriegst du wieder Sponsoren. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwelche schlaue Marketing-Leute, die das jetzt noch besser erklären können, wie sowas funktioniert. Aber ja, ein Traum wäre es natürlich irgendwann, dass man sagt, man ist gar nicht oder die Liga ist eine Profiliga. Ja. Ja, ein Erfolg mit der Nationalmannschaft würde da sicher helfen, ne? Nur der Erfolg mit der Nationalmannschaft kommt auch nur zustande, wenn es halt gute Spielerinnen gibt, ne? Also das ist halt ja, keine einfache Sache. Wie lange möchtest du denn noch in der Bundesliga spielen? Ich meine, das ist sehr zeitaufwendig. Du verdienst in der Bundesliga jetzt kein Geld. Gut, ja. Ja, in der Bundesliga glaube ich, ja, ich meine, keine Ahnung, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass man als Frau
irgendwann im Zeitalter zwischen 25 und 40 wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht Kinder kriegen wird oder vielleicht auch nicht. Aber deswegen, ich glaube, dadurch bist du als Frau halt dahingehend schon mal limitiert, dass das dann irgendwann dir die Entscheidung wahrscheinlich abnehmen wird. Und selbst, ja, ich meine, Eishockey ist schon ein körperlich harter Sport. Ich glaube, es ist irgendwann halt einfach körperlich begrenzt, ob man das noch kann oder nicht. Aber ich muss sagen, ich für mich, mir macht Eishockey-Spielen einfach unfassbar viel Spaß und ich finde es richtig cool und ich gehe da gerne hin, ich gehe da jeden Tag gerne hin und das über die Jahre sind das natürlich, ist der Großteil meiner Freunde natürlich auch da und es ist einfach Sport mit Freunden auf einem hohen Leistungsniveau, was richtig Bock macht und deswegen, ja, das ein oder andere Jahr werde ich da schon noch verbringen, denke ich. Wo finde ich denn eigentlich richtige Statistiken beim Frauen-Eishockey? Also ich habe da jetzt, gibt es da irgendwelche Seiten, die du mir empfehlen kannst, wo ich jetzt sowohl Nationalmannschaft als auch Frauen-Bundesliga so Statistiken über Torvorlagen, Tore Ja. Entweder bei Elite Prospect heißt es, oder RODI-DB. Also einfach, wenn du zum Beispiel Julia Zorn Elite eingibst, dann kommt schon die Seite und da kannst du dann dir die Liga rausfiltern lassen oder die Jahre rausfiltern lassen. Ja, okay. Hast du denn eigentlich den Traum mal gehabt oder hast du ihn vielleicht noch bei den Herren mitzuspielen? Es gab ja in der Vergangenheit mal ein Beispiel, Maren Valenti, die ein Spiel bei den Eisbären in Berlin gemacht hat. War das auch mal ein Traum von dir, in der DEL mit den Herren mitzumischen? Naja, ich glaube, da muss man realistisch sein, dass das halt körperlich einfach nicht möglich ist. Also ich glaube, man muss ehrlich zu sich selbst sein, dass man einfach, egal wie gut du als Frau trainiert bist, du bist körperlich den Männern halt einfach unterlegen. Und es wäre jetzt sehr vermessen zu sagen, ja, ich will in den ersten drei Ligen als Feldspieler mitspielen. Also wir hatten Torhüterinnen in der Nationalmannschaft, die in der dritten Liga bei den Herren gespielt haben. Und also das heißt, es geht, je nach Position auch. Aber ich glaube, für die ersten zwei Ligen als Feldspielerin ist es einfach nicht möglich, aber mich würde es sehr freuen, wenn es irgendwann mal eine gibt, die das macht, also warum nicht? Also jetzt seit der Saison spiele ich witzigerweise tatsächlich wieder bei den Männern, aber halt in der alleruntersten Liga und das ist eigentlich eher so just for fun. Und in welche Liga ist das? Bezirksliga heißt die dann. Bezirksliga. Und wie bist du da in Konkurrenz zu den Männern? Bist du da die Beste? Na, die Beste bin ich auf jeden Fall. Der Beste auf dem Eis. Nee, also sicherlich nicht. Also wie gesagt, sobald einer halt halbwegs Schlittschuh fahren kann als Mann oder so, ist er die halt einfach physisch schon überlegen. Aber ich denke, dass ich so von meinem Spielverständnis und von meiner Erfahrung da vielleicht dann die ein oder andere physische Komponente schon wegmachen kann. Ja, und ich habe jetzt auch, also das ist halt, wie gesagt, vom Eishockey-Verständnis vielleicht eher nicht so gut und vielleicht eher dann durch die, also die versuchen viel über körperliche Härte und vielleicht auch manchmal nicht besonders clevere Härte wegzumachen. Also man muss da als Mädel schon ein bisschen aufpassen, dass man halt ja mit allen Knochen wieder rausgeht, sag ich mal. Aber ich glaube, dass ich das Spiel gut genug verstehe oder lesen kann, um da vielleicht den dummen Situationen ein bisschen aus dem Weg zu gehen und über Spielverständnis ja damit spielen zu können. Also es ist auch der Hauptunterschied, die Physis, diese Spielhärte. Also diese Tacklings sind bei den Frauen nicht erlaubt, oder? Doch, schon, aber es macht natürlich einen Unterschied. Ich meine, jetzt bin ich eher bei uns in den Liga eine von den größeren und schwereren und bei den Männern bin ich natürlich mit Abstand die kleinste und leichteste. Okay. Und es macht natürlich jetzt einen Unterschied, ob dich jemand mit 100 Kilo über den Haufen mäht oder mit 30 Kilo, 30 nicht, aber mit 65. Ja. Also und ja. Deswegen... Und du hattest auch schon mal eine Gehirnerschütterung gehabt jetzt letztes Jahr, oder? Ja. Wie ist das passiert? Ja, also ich glaube halt, es war eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ich bin einfach quasi mit dem Kopf auf dem Bauch rutschen, quasi ins leere Tor gerutscht. Und das hat schon gereicht. Okay. Also, man braucht ja oft gar nicht besonders viel. Ja. Du hast es angesprochen, dass die Karriere auch begrenzt ist, sei es durch Kinderkriegen oder dann halt mit 40, wenn man halt physisch dann vielleicht nicht mehr mithalten kann. Hast du dir denn schon mal Gedanken gemacht, was du nach deiner Eishockey-Karriere machen möchtest, wenn du jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielst? Vielleicht machst du ja freizeitmäßig noch ein bisschen bei den Herren mit oder was auch immer, aber wie soll es bei dir in Zukunft aussehen? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Nicht oder privat?
Beides, also gerne, beides. Naja, also beruflich, wie gesagt, ich glaube, da bin ich gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Wie gesagt, ich habe ein abgeschlossenes Masterstudium im Bereich der Sportwissenschaft. Habe jetzt aber auch halt durch die Arbeit so ein bisschen gemerkt, dass es, glaube ich, nicht das ist, was ich zumindest momentan machen möchte. Vielleicht einfach, weil ich jetzt lang genug irgendwie im Sport war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Versuche jetzt gerade so ein paar Sachen noch rauszufinden. Ich mache zum Beispiel, eben weil es gehirnerschütterungstechnisch bei uns in Deutschland einfach so gut wie gar nichts gibt, wenn man betroffen ist, dass man Hilfe bekommen kann. Ich hatte dann damals das Glück, in Kanada in so einer Reha-Klinik einen Platz zu bekommen und da mache ich gerade eine Weiterbildung bei denen, um vielleicht irgendwie in Deutschland da was aufbauen zu können oder mitwirken zu können oder wie auch immer, weil ich weiß, dass es echt kacke ist, wenn man betroffen ist und du kriegst keine Hilfe und dir kann keiner helfen, dass das echt ein sau ungutes Gefühl ist. Gleichzeitig, wie gesagt, ist jetzt nächsten Monat dieses Kommentatoren-Ding ist ja auch irgendwie eine coole Sache. Ich werde im Sommer noch einen Trainerschein machen fürs Eishockey, für die Kinder, für Nachwuchs. Ja, wie gesagt, Ernährung ist ein Thema, was mich interessiert. Generell die Tiere interessieren mich. Also ich glaube, es gibt viel, was mich irgendwie interessiert. Und ich glaube, ich versuche gerade selbst so ein bisschen noch meinen Weg nochmal neu zu definieren. Wie bist du da mit an Kanada rangekommen, als ihr WM gespielt habt in Kanada oder wie ist es dazu gekommen? Also ein Freund von mir, der war auch betroffen und war quasi da auch in Behandlung gewesen. Ja, und wie heißt das Institut? Shift Concussion. Okay. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Du wirst jetzt 32 am 6. Februar, dann wärst du 42. Wenn du dir das jetzt aussuchen könntest, wo bist du dann in 10 Jahren? Hoffentlich mit einem Körper, der noch irgendwie funktioniert. Wo bin ich in 10 Jahren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass ich halt momentan selbst in so einer krassen Umorientierungsphase ist, weil selbst wenn ich jetzt sage, ich würde noch ein Jahr Nationalmannschaft weiterspielen, werde ich es trotzdem keine 5 Jahre mehr machen. Und ich glaube, das ist jetzt was, ich bin in der Nationalmannschaft, seitdem ich 18 bin, was, glaube ich, echt eine lange und auch sehr prägende Zeit ist. Und ich habe brutal viel erlebt in der Zeit. Ich habe aber auch brutal viel verpasst in anderen Bereichen. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt mit 32 vielleicht nochmal irgendwie an dem Punkt, wo ich schon mal selber nach dem Abitur war, dass man sagt, okay, wo will die Reise eigentlich hingehen? Und deswegen ist es, glaube ich, für mich gerade umso schwerer, eine Frage zu beantworten, die in 10 Jahren ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in irgendeiner Art und Weise, egal wie, dem Eishockeysport in Deutschland nach wie vor verbunden sein werde. Hoffentlich immer noch quasi Spaß an der Bewegung, an der Freude habe und ich denke, ich werde vielleicht das ein oder andere neue Hobby vorantreiben, aber sicherlich nicht mehr auf dem Niveau oder in der Intensität, wie ich es mit dem Eishockey jahrelang gemacht habe. Das Berufliche haben wir jetzt schon angesprochen, privat wolltest du noch sagen, was du so für Ziele hast oder für Wünsche in Zukunft? Ja, also ich glaube, dass vielleicht das Private auch mit dem Beruflichen zusammen, also ich möchte, glaube ich, einfach für mich was finden, wo ich sage, hey, da habe ich Spaß, da habe ich Bock drauf, da gehe ich gerne hin, das mache ich gerne. Und ich glaube, was zu finden, was einen, also ich bin in der glücklichen Position, die letzten Jahre was gefunden zu haben, was mich sowohl beruflich als auch privat brutal begeistert hat. Und ich glaube, dass das ein Privileg ist und ich hoffe, dass ich vielleicht auch nur annähernd wieder das finden kann. Und ich glaube, dass dann privat, ja, freue ich mich einfach irgendwann, also in 10 Jahren bin ich mir nämlich sicher, dass ich mehr Zeit für meine Freunde und meine Familie haben werde und das ist was, wo ich mich extrem drauf freue. Das war der erste Teil des Interviews mit Julia Zorn. Im zweiten Teil spricht Julia dann über ihre spannende Reise ihrer Ernährungsumstellung. Das war der Podcast Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.